Ich will Bier. Wenn eine Folge diesen Satz drinnen hat, liebe Leute, dann kann es sich nur um einen weiteren Klassiker handeln. Die geheimnisvollen Briefe heißt die Episode und wir haben uns wieder einiges vorgenommen für heute. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich zum einen, aber nur, liebe Leute, zum einen den Dieter. Hallo Dieter! Grüß dich gut, Olli. Ja, grüß euch gut, liebe Leute da draußen. Grüß euch gut bei Pumuckls Sturschädel. Ja, Olli, zum einen und zum anderen. Gell? Wir haben heute auch noch eine andere mit dabei. Da komme ich aber gleich dazu. Olli, mir ist aufgefallen, wir outen uns schon wieder als Bierliebhaber. Weil auch ich habe mir gleich mal als Einstieg aufgeschrieben. Wann, lieber Olli, wann hast du denn eigentlich zum ersten Mal erfahren, dass man Bier nicht nur trinken, sondern plötzlich, ganz plötzlich auch sogar schreiben kann? Das muss ja, wann war denn das? Naja, ich habe natürlich zum Biertrinken angefangen, bevor ich schreiben lernen habe, schreiben gelernt habe. Und von daher war mir das lang nicht klar, aber nicht immer, nur so kleine Fingerhut-Stamperl voll. Ja. Naja, ich habe ehrlich gesagt nie drüber nachgedacht, bis ich zum ersten Mal natürlich Pumuckl gehört habe. Aber ist ja eine legitime Frage, ja, die sich der Pumuckl da stellt. Ja, heute geht es um geheimnisvolle Briefe. Und Olli, auch bei uns gibt es heute mal was Neues, was nicht unbedingt Geheimnisvolles, aber vielleicht auch was Erstaunliches. Zit, wird der Pumuckl vielleicht sogar machen. Denn, Olli, wir sind wieder mal zu dritt. Ja, wir haben einen Gast. Und diesmal, so viel sei gesagt, ist es kein anderer Podcaster. Zumindest noch nicht, ja. Aber wir haben heute eine Pumuckl-Expertin eingeladen. Und zwar die Helga. Ja, grüß die Helga. Willkommen bei unserem Podcast. Hallo zusammen, ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf. Ja, super, ich freue mich auch, Helga. Das wird eine feine gemeinsame Besprechung und wunderschön, auch mal eine weibliche Stimme dabei zu haben. Der Dieter hat natürlich bei der Anmoderation zweimal wieder den riesen Fauxpas gemacht, schlecht oder gar nicht gegendert zu haben. Naja, aber ich hab sogar drüber nachgedacht, Olli, aber das geht fast ja, nicht. Ja, also ja. Gast und Gästin ist einfach nicht, das funktioniert nicht. Ja? Nein. So also sagt ich man fühle das. Mich nicht beleidigt. Ihr habt alles gut gemacht und ihr habt sehr freundlich mich angeblickt. Genau. Also von daher passt's. Sehr gut. Ja, wunderbar. Olli, ich habe nachgezählt, es ist das fünfte Mal in unserer Serie, dass wir jemanden kann man nicht gendern, oder? Dass wir jemanden zu Gast haben. Jemandes. Genau. Ja, und Helga, jetzt wollen wir natürlich und auch unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen was über die wissen. Also, du bist Pumuckl-Expertin. Erzähl mal ein bisschen was. Wie bist denn du zum Pumuckl gekommen? Also, angefangen hat alles, glaube ich, so im Jahr 1982. Da habe ich nämlich meinen ersten Kassettenrekorder geschenkt gekriegt. Und da war die erste Pumuckl-Folge dabei. Also noch die gelben Kassetten. Mhm. Pumuckl macht Ferien und der Geist des Wassers. Und ab dem Zeitpunkt war ich eigentlich richtig angefixt. Und ich hatte eine sehr nette Oma. Die hat freitags immer ihren Einkauf gemacht in der Stadt. Und hat mir dann ganz oft eine Kassette mitgebracht. Und das war allermeistens eben eine Pumuckl-Kassette. Ja, cool. Und so habe ich umfassendes Wissen aufgebaut, das ich hier unbedingt einbringen will. Perfekt. Und hast du die Hörspielkassettensammlung, hast du die noch irgendwo zu Hause? Nee, ich habe die irgendwann tatsächlich weggeworfen. Die waren schon so durchgenudelt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man hört dann manchmal schon auf der B-Seite die A-Seite. Und dann ist es irgendwie... So durchgenudelt habe ich noch nie was. Und dann ist es irgendwie, glaube ich, richtig, dass man sie dann irgendwann wegwirft. Aber ich habe alle Cover aufgehoben. Ich will irgendwann mal so eine Cover-Collage machen mit meinen Lieblingshörspielen. Wenn ich mal Rentner bin oder so. Rentnerin.
Ja, das dauert ja noch ein bisschen. Du und dein erster Kassettenrekorder, mein erster, das war so ein, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, aber der war so rechteckig, flach. Das war so ein, wie so eine kleine Schachtel mit einem Kassettendeck vorne zum Aufklappen. Genau, so sah der aus. Genau, und mit einem Ja. Griff, ja. Naja, ja, Ihr wisst Wahnsinn. genau, was ich meine. Wir sind vielleicht auch so ungefähr ein Jahrgang, ne? Das kann schon sein. So grob. So grob, ja, denke ich auch. Genau, Kinder der späten 70er und frühen 80er. Exakt. Genau. Du hast, nehme ich mal an, auch eine Lieblingsfolge bei den Ja. Pumuckl-Hörspielen. Magst du uns die verraten? Soll ich euch das echt verraten? Also meine Lieblingsfolge, die absolute Lieblingsfolge ist einfach der föhnige Tag mit dem Herrn Obermeier. Und da kann ich mich auch heute noch drüber kaputt lachen. Das, Sehr ich finde schön. das, ich find das einfach die allerbeste Folge. Ja. Wunderbar, wunderbar. Da Ja, freue ich mich jetzt schon perfekt. drauf. Ja, und du hast zu mir gesagt, du wolltest eventuell selber schon mal einen Pumuckl-Podcast starten, oder? Ja, aber also ich habe immer viele Ideen, ne? Aber das dann tatsächlich so zu machen, da steckt ja auch ganz schön viel Arbeit drin. Und man muss sich da auch schon genau überlegen, was man erzählen will, ne? Also wie man das aufbauen will und so. Und daran ist es irgendwie gescheitert. Bin mir nicht Also so sicher, deswegen Olli, habe ich mich. muss man sich das so genau überlegen? Es kommt immer aufs Format davon. Also in Schädel-Podcasts würde ich sagen, ja, in Hände-Podcasts, also. Naja, wobei wir haben auch schon, also wir haben jetzt den Pumuckl nicht mehr so akribisch vorbereitet, wobei es wird auch immer mehr, gell? Man steigert sie dann so rein und Steigert sie dann, rein, ja. das stimmt schon, ja. Und ja, wir kommen aber jetzt zurück zum Pumuckl. Und Helga, hast du schon einmal einen geheimnisvollen Brief geschrieben? Habe ich schon mal einen geheimnisvollen Brief geschrieben? Nee, ich glaube, ich habe noch keinen geheimnisvollen Brief geschrieben, aber ich habe mal einen geheimnisvollen Brief gekriegt. Nee, Oh, obwohl der war auch gar nicht so Ein geheimnisvoll. Drohbrief hoffentlich nicht, oder? Nee, mir hat eine Freundin mal, das war, ich weiß auch gar nicht genau, das muss auch irgendwann in den 80ern gewesen sein, mit der hatte ich mich gekracht. Und die wollte mir vor dem Krach ein Michael Jackson-Poster schenken und das hat sie zerrupft. Und in den Briefumschlag gesteckt und mir vor die Haustür gelegt. Das ist ja ähnlich schlimm eigentlich, als Ja, so das, was ähnlich, der ne? Munkel der Hausmeisterin antut. Ja, das ist so, das ist mir, ich habe mir echt vorher schon Gedanken gemacht, da ist mir das eingefallen, dass die mir das angetan hat. Ja. Ja. Ja, unglaublich. Ja, der große Krach und seine Folgen ist, sind dann Ins ist, echte Leben eingekehrt. Genau. genau. Ja, Also umgekehrt. ich hoffe oder würde mir wünschen, dass ihr euch dann wieder vertragen habt. Aber das ist natürlich schon Ja, ein harter Tobak, ja. das Ein, war ein Affront. naja. Das ist wirklich hart, ja. Nee, wir sind auch heute noch befreundet. Hallo Daniela, falls du Ja, liebe Grüße zuhörst. natürlich an die Liebe Daniela. Grüße. Sehr gut. Na gut. Ja, Dieter, Ja, dann würde ich gut. sagen, und Helga natürlich auch, let's go. Ja. Stürzen wir uns rein. Du, unbedingt und Grüße war schon das Stichwort, Ole, weil wir haben ja einiges an Feedback bekommen von unseren Hörern, ja, und Hörerinnen, ja. Und zwar, Ole, eine Kritik und die kann ich absolut nachvollziehen und da möchte ich dir an der Stelle schimpfen. Mich? Der Mike Viper X schreibt uns, wundervolles Review. Nur Das ist ja leider, keine Ole, Kritik, hast das ist du. ja ein Lob, Dieter. Ja, nee, Verstehe, jetzt hör einmal ist der zu. Unterschied. Nur Achso, du also hast über die weiter. Anfangsmusik drüber gequatscht, ja. Naja. Und das geht für einen Mike nicht und für mich auch nicht. Also ich hoffe, dass man die wunderbaren Klänge, die unser Musikerfreund aus Salzburg, der Bipo, für uns eingespielt hat, da darfst du nicht drüber reden. Das Ja, das geht nicht. mache ich normalerweise immer, nur pegelt es im Normalfall runter, sodass das einfach harmonisch sich zusammenfügt, meine wunderschöne Podcast-Stimme und seine wunderschöne Musik. Aber in dem Fall habe ich das Runterpegeln vergessen. Das tut mir sehr, sehr leid. Aber war nämlich Du sehr musst schade, dir weil eh nicht erklären. es war nur dazu die Folge von Ostern, wo es genau wichtig gewesen wäre, weil da sage ich nämlich, dass eben jetzt diese Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen, übersprungen wird, Genau. weil wir einen geheimnisvollen Brief bekommen haben, dass wir sie überspringen Ja. sollen.
Und, und man versteht ja, aber man versteht schon, wenn man genau hinhört. Genau. Wenn man dreimal zurückspült, dann versteht man es vielleicht. Ja, das soll jetzt euch schon wert sein. Gut. Mhm. Uli, was steht denn am Programm? Hast du ein Infothema? Ich habe ein Infothema, und zwar, dass ich mir eingestimmt habe mit einem uns allen bekannten Sänger. Mhm. Und zwar mit einem Sänger. Warte, ich kann es euch, wenn es will. Passt auf. 5 Sekunden oder 2 Sekunden reichen und ihr werdet beide sofort erraten. Und ihr könnt es gern mitraten, liebe Hörende, mit wem ich mich da eingestimmt habe. Okay, Achtung, ready? Sehr einfach, ja. Oder? Das ist einfach, ja. Ja, dann darfst du das sagen, Dieter. Ah, ja. Elvis Presley. Ja, genau. Ja, richtig. Return to Sender. Return to Sender, der beste Briefsong, den ich je gehört habe eigentlich. Ach so. Ja. Ja, okay. Ah ja, ja, jetzt verstehe ich. Den habe ich denken müssen. Auf einmal habe ich ihn im Ohr gehabt und habe ihn gesummt. Sehr lustig. Okay. Ja, ja, spannend. Ja, du warst am Plattenschrank von deines Bruders, oder? Und hast du da eine Elvis-Scheibe rausgeholt. Ja, ja, nicht schlecht, Oli. Return to Sender. Ja, Infothema hast du mich gefragt, Dieter. Natürlich. Zum Beispiel habe ich als Info, dass diese Folge auch mit Bankratz in der Radioversion, in der Radio-Hörspielfassung herausgekommen ist. Und da könnt ihr sehr, sehr lange suchen nach dem Titel Die geheimnisvollen Briefe, denn da werdet ihr es nicht finden, weil die Folge heißt Pumuckl will lesen lernen in der Radiofassung. Mhm. Bei uns ja immer verlinkt im Normalfall in den Shownotes, falls ihr die Radioversionen hören wollt. Sehr empfehlenswert in dem Fall, weil, so wie ich ja schon ein paar Mal erwähnt, immer ein paar Minuten länger und dementsprechend sind ein paar Szenen ausführlicher und auch logischer, weil in der Folge gibt es eh ein paar so Logiklücken wieder, weil es natürlich von der Reihenfolge her nicht passt. Und einer davon, das ist das zweite Info, da können wir noch und ja, können wir jetzt vorweg schon sagen, der Erzähler beginnt die Hörspielfolge ja mit den Worten am nächsten Tag, ja, wobei es natürlich überhaupt keinen Bezug gibt zu irgendwas, was vorher passiert ist. Und das ist schon sehr verwunderlich. Und ja, ihr könnt euch eh vorstellen, was der Grund ist. In der Hörspiel, in der Radiofassung gibt es da natürlich den Bezug, weil die Folge nicht eben nach dem Zoo kommt, so wie in der neuen Hörspiel- oder Fassung oder auch im TV, sondern es in oder auch im LB, sondern es in der Radiofassung ist vorher Pumuckl und das Geld. Mhm. Und da gibt es diese wunderbare Szene, wo er da glaubt, er kauft Schokolade und letztendlich, Dieter, ist es ja was anderes. Kauft er einen Dreiecksschmelzkäse. Das ist ja ein Käse! Ja. Genau. Genau. Ein Dreiecksschmelzkäse. Ja, und da nimmt es Bezug darauf. Ja, natürlich. Ja, richtig, weil das ist absolut logisch. Sowas soll einem nicht mehr passieren und dann würde lesen lernen. Wobei, lesen lernen. Es ist tatsächlich so, dass man es eigentlich gar nicht braucht, weil es fängt die Folge eh logisch an. Er sagt einfach, immer ist der Eder beim Zeitung lesen und will halt einfach wissen, was da Geheimnisvolles drinsteht. Mhm. Ja, genau. Du, nachdem wir eh schon lange geplaudert haben, wollen wir mal Cover, das haben wir eh schon besprochen, und auch die Rollenbesetzung, die nicht wirklich etwas Neues bringt. Ja, also Gusti Kreisel und Katharina de Bruyn kämen vor, sowohl bei LP und MC. Recht viel mehr haben wir eh nicht. Wollen wir gleich zum Plot übergehen? Ja, die Covers müssen wir schon beschreiben. Also wir haben natürlich das Cover, wo der Pumuckl im Zoo da hängt, ja, mit seinem grünen Gesicht, haben wir ja schon besprochen. Aber sehr erwähnenswert ist das Cover von der LP. Und das ist so wunderschön rot. Und ich sehe gerade, da ist auch Pumuckl und das Geld vorher. Genau. Ja, aber Ole, dann fragen wir mal die Helga, fragen wir jetzt hier das Cover. Beziehungsweise ich frage sie sogar noch spezifischer, Dieter.
Was fällt dir bei dem Cover auf? Fällt dir da was Spezielles auf? Aber ja. Da hat er ja ganz blonde Haare. Ja, genau darauf. Ein Blick genügt. Ja, Frauen und Frisuren und Haare, ne? Also ist doch logisch. Frauen, Frisuren, Haare und Pumuckl-Expertin. Das ist die perfekte Mischung, um das sofort herauszufinden. Dieter überlegt immer noch, weil... Nein, ist ja auch kein Dieter. Ich finde das aber ehrlich gesagt, er hat jetzt nicht so dunkelrote Haare, aber das ist halt so, Oli, wie man früher gesagt hat, so ein Kupferdachel. Gell? So leicht rote Haare hat er da halt nur. Weil jetzt stell dir vor, es ist ja ein rotes Cover, ein roter Hintergrund. Da muss man ja mit den Haaren irgendwas machen. Ja? Unser lieber Freund, der Nico, als Designer, wird er das genau erklären können, warum man da nicht so rote Haare machen kann auf dem Cover wie auf den anderen. Ich meine, er hätte halt auch einfach einen anderen Hintergrund wählen können. Ja, dann hätte er auch Pumuckl auch kein... Ja, wieso hat er eigentlich eine rote Hose an? Naja, und vor allem auch so... Also es passt da einfach, es sind die Farben verändert. Auch dieser ganz dunkelgrüne Pulli passt überhaupt nicht. Und bei die LP-Cover, da sind echt immer... Da gibt es immer irgend so eine relativ intensive Hintergrundfarbe. Das ist das bei jedem Cover so. Das ist echt cool. Ich finde das auch... Habt ihr eigentlich eine LP? Besitzt ihr eine Pumuckl-LP? Ja, da besitze ich sogar noch an die 6-7 Stück oder so. Echt? Eben wie gesagt, weil mein älterer Bruder die auch schon gehabt hat und die stehen immer noch irgendwo in unserem Elternhaus im Regal. Schon lange nicht mehr abgespült. Ich sage euch eins, da hat jemand dem Designer drei Farben in die Hand gegeben und hat gesagt, was der, wie der Pumuckl ausschaut, da hast du die drei Farben, die du dafür brauchst. Und der hat es einfach vollkommen alles durcheinander gebracht. Mit der roten Hose, dem grünen Leiberl und den gelben Haar. Ach so. Ja, das kann natürlich sein. Ne? Helga, du wolltest uns nur ein bisschen was zur Katharina de Bruyne ergänzen, hast du mir im Vorfeld schon gesagt. Ach ja, stimmt, das wollte ich. Ich habe nämlich mal eine Diskussion von euch mitgekriegt, wie man den Namen richtig ausspricht. Und da hattet ihr Rückmeldung gekriegt, also dass Katharina de Bruyne auch Katharina de Bruyne heißt. Das ist eigentlich auch richtig so. Vom Jörg, ja, sechs, den wollten wir auch einladen. Genau, Jörg, wenn du es hörst, melde bitte nochmal. Du musst kommen. Aber ich muss es ergänzen, also ich habe noch einmal so nachgeforscht, die Katharina de Bruyne hat wohl einen niederländischstämmigen Vater. Und in den Niederlanden spricht man den Namen, würde man den anders aussprechen. Katharina de Bruyne. Bruyne? Ja, genau. Und diesen Laut, den kriegen halt Deutsche oder Österreicher schlechthin. Mhm. Und deswegen... ist es halt einfach die Katharina de Bruyne. Ich weiß nicht, ob ihr noch den Fußballspieler kennt, den Kluivert. Also der heißt auch nicht Kluivert. Es gibt auch noch einen Kevin de Bruyne, der heißt auch nicht Kevin de Bruyne. Also das nur mal so als Erklärung. Ich habe gedacht, das ist so sinnloses Wissen, was man hier einfach mal erzählen was kann. Was man einfach mal, genau. Gut. Ja, Ole, du als begeisterter Fernsehfolgenschauer, magst du noch was sagen über die Besetzung dort? Ilse Neubauer, unsere liebe Hausmeisterin. Ja, Frau Zangl, Trude Breitschopf, die alte Dame, sehr schön besetzt, sehr wunderbar. Kommt zum ersten Mal vor, glaube ich, gell? Kommt zum ersten Mal vor und macht es wunderbar. Danke. Sehr gut. Ja, wunderbar. Ja, Ole, dann lass mich euch, dir, der Helga und unseren lieben Hörerinnen und Hörern eine Übersicht geben über den Handlungsstrang. Worum geht es denn heute bei den geheimnisvollen Briefen? Ja, der Eder, der liest Zeitung, ja, und er liest über Weltraumgeschichten, ja, das möchte ich nicht glauben, und ist, der Pumuckl ist halt, der ist so neugierig, ja, der will dann auch lesen und schreiben lernen. Und so bringt ihm der Eder zuerst auch das Lesen einiger Buchstaben und dann auch das Schreiben von einfachen Wörtern bei. Und unser Kobold lernt dann auch schnell, was es mit Briefkuverts auf sich hat und dass man das Geschriebene dort reinstecken und dann auch in anderer Leute Briefkästen stecken kann.
Und das tut unser Pumuckl dann auch. Und zwar beim Briefkasten der Hausmeisterin im Vorderhaus. Und die ist anfangs von diesen geheimnisvollen Briefen sehr überrascht und irritiert, möchte ich sagen. Und als sie schließlich dann einen letzten Brief erhält, der sie so in Panik versetzt, dass sie Zuflucht und Schutz in der Werkstatt vom Meister Eder suchen muss, da spitzt sich unsere Geschichte zu. Und was in dem geheimnisvollen Brief geschrieben stand, ja, das besprechen wir jetzt in unserer Analyse. Genau, sehr gut. Dieter, während du diesen extrem schönen Plot geschildert hast, ist mir eingefallen, wir müssen unser Lieblingszitat noch einbringen. Ja, das können wir natürlich an der Stelle genauso machen. Tatsache. Ja, da sind wir irgendwie drüber gesprungen. Ja, meins. Es gibt sehr, sehr viel lustige, schöne Szenen und wunderbare Zitate. Aber am meisten lachen habe ich müssen. Im TV, wie der Pumuckl zum Eder sagt, komm mal her, geh mal weg, tu mal deine Finger weg. Es ist so ein bisschen nebenbei, aber es war einfach... Komm mal her, geh mal weg, wann sagt er das? Komm mal her, geh mal weg. Als er da beim Sekretär steht? Als er schon anfängt zu schreiben oder so? Nee. Ja, es ist da irgendwo beim Sekretär. Ich habe leider mir ja, da den Timecode nicht dazu geschrieben, sonst würde ich das jetzt vorspielen. Ja, aber es ist echt voll lieb gewesen. Das ist mein Zitat. Ja, wunderbar. Ja, Helga, hast du ein Lieblingszitat der Folge? Ja, also ich finde, die hat schon einige gute Zitate, aber mein Lieblingszitat ist das... Aber bitteschön, wenn du dich nicht freuen willst, dann bleib eben ungefreut und ungeneugierig und ich werde dir nie mehr werde ich dir schreiben. Also das finde ich einfach wunderbar. Sowas könnte man sich auch heutzutage manchmal noch denken, wenn man jemandem eine interessante Geschichte erzählt und ne, der schläft da so halb dabei ein, ne, da denkt man sich, kann man sich sowas manchmal denken. Mhm. Absolut. Ja, auf jeden Fall. Und auch herrlich wieder diese Worterfindungen von Pumuckl, ungeneugierig und so weiter. Ja. Also das finde ich immer wunderschön. Das finde ich immer wunderschön, ja. Das mag man oder mag man nicht. Also ich glaube, es gibt Leute, die finden das einfach total albern und doof, aber ich finde es total schön. Geht mir auch so, ja. Und was ist das? Ja, perfekt. Wieder? Ja, ich habe ein Zitat, das ist wieder sehr schwer zu zitieren, wie schon zuletzt beim 1. April, aber ich werde mich bemühen. Es ist diesmal, muss ich auch dazu sagen, es ist aus der LP-Fassung. Und das Zitat ist: was hast du denn? Ich habe das wunderbar gefunden, hat mir als Kind immer schon wahnsinnig viel Spaß gemacht, wie der Pumuckl anfängt, einzelne Buchstaben zu lesen, und ich kann mir das einfach so gut vorstellen. Er sitzt da vor seinem Doppelblatt Zeitung, schaut drauf und liest einfach wirklich in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit die einzelnen Buchstaben. Herrlich, und habe ich sehr, sehr lustig gefunden als Kind und gefällt mir auch heute noch. Ist super. Es ist ja Dieter, extrem witzig, wenn man da alle Fassungen gehört hat, so wie es wir oder ich zumindest im Vorfeld gemacht habe. Der Clarin, der ja zuerst Radio spricht, dann LP spricht, dann neues Hörspiel spricht und dann Fernsehen, sich da immer mehr einsteigert. Also bei den ersten Male macht er das nur wesentlich ruhiger als bei den letzten Male. Da überzieht er es dann schon sehr. Naja, vielleicht bei dieser Zeile, aber insgesamt muss ich sagen, ist der Clarin sehr, sehr viel überdrehter in der Radiofassung und in der LP-Fassung als wie dann bei der MC. Ja, in dieser einzelnen Szene jetzt. Ich finde, bei der MC, da baut er das so schön langsam auf. A, 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 B.
Das geht so, ne, es geht so, der kommt so langsam in Schwung. Und bei der Pongratz-Fassung jedenfalls, ich weiß jetzt nicht, ist das die LP? Wahrscheinlich, ne? Da geht es schon so ein bisschen, da ist gleich zu viel Geschwindigkeit für meinen Geschmack drin. Ich mag es lieber, wenn er es langsam aufbaut, muss ich sagen. Aber das ist eine Geschmacksfrage natürlich. Der Alfred Pongratz ist in der Regel bei sowohl bei der Radiofassung wie auch bei der LP-Fassung der Meister Eder, genau, ja. So soll es sein. Es muss sich langsam aufbauen, damit nachher es umso schöner ist. Genau, und langsam aufgebaut haben unsere Analyse, weil wir wissen immer noch nicht, was in dem geheimnisvollen Brief steht. Und darum starten wir jetzt rein, oder? In unsere Analyse. Ja, und es beginnt in der Werkstatt. Helga, wie findest du denn den Einstieg in die Folge? Wie der Eder so da sitzt, aus der Zeitung liest, der Pumuckl daneben. Das ist total gemütlich. Ich hätte mir irgendwie war das ganz komisch. Ich hatte in Erinnerung, dass die da frühstücken, aber es gab ja Klöße und Blaukraut und ich weiß nicht, irgendein Braten. Aber es ist eine ganz gemütliche Szene da. Also ich würde mich da echt gern dazusetzen. Das ist schön eigentlich bei denen. Ja. Ja, es Bier ist gibt's super. auch. Wunderbar. Und im Ist Hörspiel, super. glaube ich, da essen sie aber gar nicht, oder? Das ist einfach so, Nee, der da Eder schreibt er liest. Rechnung. Entschuldigung, jetzt bin ich reingekrätscht. Ja, oder macht er das? Also ich glaube, ich weiß nicht, schreibt er Rechnung? Ah ja, doch, bei der Radiofassung, oder? Da schreibt er seine Rechnungen. Ja, Aber bei. richtig. Und da gehen ihm ja die Kuverts aus, ne? Da muss er dann die normalen Kuverts nehmen. Also die bedruckten Kuverts gehen ihm aus, die personalisierten, mit Eder drauf wahrscheinlich. Ja, jedenfalls ist es ganz wunderbar. Der Eder liest so dahin, der Pumkel fragt ganz neugierig, ja, wie macht man das Lesen? Und der Eder sagt so, ja, mei, mit die Augen, also so, was der, jetzt lass mich mal in Ruhe, lass mich den Artikel fertig lesen und so. Und der Pumkel hat eine super Antwort. Ja, meine Augen lesen aber nicht. Ja, finde ich auch wunderbar. Also echt hervorragend. Ja. Da merkt man halt wieder, wie die Kinder die Erwachsenen challengen. Ja. Und wenn man so versucht, sie mit so einfachen Antworten abzuspeisen, das funktioniert halt nicht. Das ist wohl wahr. Zum Essen, zu der Essensszene vom TV wollte ich nur sagen, ich finde das auch, da wird man als Erwachsener sehr, sehr schön abgeholt, ja? Weil da kann sich ja jeder hineinversetzen, weil der Pumuckl nervt sofort extrem. Er isst mit die Finger und der Eder sagt, nicht mit die Finger essen. Und er sagt, doch. Und der Eder sagt, nein. Und der Pumuckl hört überhaupt nicht auf den Eder. Und das ist jeder, der kleine Kinder hat, weiß ganz genau, wie sich der Eder da fühlt. Und das taugt mir beim Pumuckl sowieso prinzipiell einfach, dass die Erwachsenen auch immer so perfekt ins Boot holen, weil eine gute Serie muss die Erwachsenen und die Kinder gleichzeitig was bieten, was sie witzig und finden und was sie genießen können. Also ich hab diesmal die Fernsehfolge nicht gesehen, Ole, also insofern kann ich da keine Fragen beantworten. Naja, aber jedenfalls, also wie gesagt, ich finde es einen ganz wunderbaren Einstiegsdialog über das Lesen und es ist wieder mal ganz wunderbar kindgerecht erklärt, ja, wie halt Lesen funktioniert. Also das habe ich sehr, sehr schön gefunden. Und das mit den Helga. Buchstaben. Kennst Die du, Augen. ja, Buch kenne ich, aber was ist eigentlich ein Stabe? Genau. Und in der LP-Version, in der MC sagt das nicht, also, aber Helga, du hast da die LP-Version auch angehört, oder? Die Ja. Pongratz-Folge, ja. Da sagt der Meister und so, ja, schau, das alles auf der Seite sind Buchstaben. Ach, die liegen alle auf der Seite. Das war Das ist super super gut, ja. gefunden. Genau. Wieso liegen die denn auf der Seite? Also sehr, sehr viel, also kleine Gags, wirklich super. Ja. Macht schon mal einen sehr, sehr lustigen Einstieg in die Folge. Ja, es Ja, ist ist dir noch wirklich was schön. aufgefallen, Helga? Ja, also ich habe das gemerkt. Ich habe, als du mich gefragt hast, erstmal, ne, Oliver, da habe ich gedacht, so,
die Szenerie da im Esszimmer, die finde ich schön. Ich finde es gemütlich bei Meister Eder. Da würde ich gern sitzen, aber du hast natürlich völlig recht. Der Pumuckl matscht da mit den Fingern drum und der Meister Eder will eigentlich lesen. Ne? Das, das kennt man ja. Also genau. Und das ist eigentlich ein super Aufhänger für die ganze Geschichte. Und auch, ne, wie soll er denn jetzt lesen mit den Augen? Er will ihn eigentlich total abwimmeln. Er hat eigentlich gar keinen Bock, sich mit ihm zu beschäftigen. Und was dann draus wird, das finde ich ganz toll. Dass der Pumuckl doch seinen Willen kriegt. Das merkt man ja auch. Also es bleibt ja nicht beim Lesen, sondern der Pumuckl will ja dann auch schreiben. Ja? Und dann sagt ihm der Meister Eder mal, ja, einfache Wörter, ja, die er ihm schnell beibringen kann. Weil zum Beispiel Schokolade ist ja viel zu kompliziert, ja. Die Zeit würde sie nicht nehmen, um das im Pumuckl aufzuschreiben. Also schreibt er mal auf, ich will Bier. Das ist ja der erste Satz, mit dem er anfängt. Und da kommt natürlich auch wieder der super oder die super Antwort vom Pumuckl in der LP-Fassung. Der Eder sagt so, ich will Bier, und der Pumuckl fragt gleich so, warum? Aber ja, sehr lachen müssen, weil es ist einfach diese Situationskomik. Es ist überhaupt da in die Dialoge, der Pumuckl sagt da ganz, ganz oft so, entweder stellt er so kurze Fragen, ja, warum? Oder er sagt immer so bestätigend, ja, ja und so. Und er redet immer die ganze Zeit mit, wenn der Meister Eder was erklärt. Das finde ich auch sehr, 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 sehr gut. Ja. Einer, ich finde den Anfang, finde ich einfach einer der allerstärksten Anfänge von Pumuckl-Folgen überhaupt. Ich habe das mit Ich will Bier mal zum einen als Einspieler vorbereitet. Achtung. Geht's ja. Ja, wenn man's lesen kann, dann geht's ja. Ich möchte noch einen Satz schreiben, genauso einen schönen wie den hier. Vielleicht, ich will Schokolade haben. Na, Schokolade, das ist noch ein zu schweres Wort für dich. Ja, aber sehr gut, das schmeckt sehr gut, Schokolade. Ja, aber weißt du, was du vielleicht schreiben kannst? Ich will Bier. Da sind schon wieder drei I drin. So, jetzt kommen wir mal her. Was? Ich will aber kein Bier mit drei I drin, sondern ich will ein Bier mit was zu trinken drin haben. Ja, jetzt gib den Schreiber her. So, jetzt komm her, jetzt schreibe ich dir auf. Mir sagt er, gib den Schreiber her. Ja, den Griffel. Der Griffel, ja genau. Mir sagt zum Beispiel auch, wenn man sagt zur Fernbedienung zum Beispiel, gib den Durer her oder den Drucker. Kenne ich aber überhaupt nicht so, ja. Das ist, also Schreiber, das sagt man. Kennt ihr Wähler für Fernbedienung? Ja. Eher Durer oder Drucker. Aha, Drucker, jetzt habe ich das kapiert. Ah, okay, genau. Der Drucker, das kann man auch mal schön einstreuen, das stimmt. Ja, unbedingt. Ja, und was haltet ihr vom Eder als Lehrer allgemein? Jetzt hört sich das einmal an, Achtung. Und jetzt will ich einen Buchstaben kennenlernen. Also von mir aus, das alles, was du auf der Seite da siehst, das sind Buchstaben. Die sind alles Buchstaben? Ja, zum Beispiel das da. Das ist ein A. Aha. Und das da, das ist ein B. Und was heißt das? A heißt A und B heißt B. Ah! Und immer wenn so ein Buchstabe dasteht, muss man A lesen. Mhm. Und wenn so einer dasteht, muss man B. Nein, beim B darfst du nur B sagen. Ach so. Ja. Du hast eine Szene, die okay, also ja, aber du hast die Schnipsel immer aus der Fernsehserie, Oli. Das kennt man doch. Nein, das war jetzt Hörspiel, mein Freund. Das war Hörspiel? Okay. Das war ein Hörspiel und Helga, was ist deine Meinung? Ist der Eder ein guter Lehrer oder ist also, da noch Luft nach oben? Also als allererstes mal kann ich ihn ja total verstehen. Der wollte sich jetzt nach dem Mittagessen einmal hinsetzen und seine Zeitung lesen. Und er hat da die Weltraumgeschichten gelesen und was es da alles gibt. Und war mittendrin. Und da kommt der Pumuckl daher und will plötzlich auch lesen. Und das ausgerechnet aus einer Zeitung, in der ganz viele Buchstaben drin stehen. Das ist halt... Es ist ein bisschen viel verlangt. Ne? Also ich konnte schon verstehen, dass er da erste Mal stöhnt, aber ich finde, dass er dann eigentlich recht geduldig ist. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt so geduldig gewesen wäre. Ich glaube, ich hätte es aus der Zeitung einfach gar nicht gemacht, wahrscheinlich, wenn ich das versucht hätte. Ne? Aber er ist schon erst ein bisschen genervt, aber das kann man doch auch irgendwie verstehen, oder? Wenn man schon mal so zwei, drei Glöß gegessen hat.
ein Bier, die Zeitung lesen will. Und jetzt kommt da der Pumuckl an und will jetzt auch noch lesen lernen. Das ist ja ein Jahrhundertprojekt. Oder was sagt ihr? Naja, also mir fällt natürlich als Selbstlehrer auf, dass er eben da am Anfang mit dem B den Pumuckl auf die falsche Fährte bringt. Er lenkt dann zwar ein, ja, mit dem B, aber natürlich in der modernen Pädagogik erwähnt man das gar nicht am Anfang, dass das B heißt, sonst man sagt ja gleich B. Und das ist mir natürlich gleich als Alarmsignal fast schon aufgefallen. Ja. Also was mir aufgefallen ist, es ist tatsächlich ein bisschen ambivalent. Ich sehe das auch so wie du, Helga, weil der Eder nimmt sich Zeit und einerseits ja, geht er drauf ein, will dem Pumuckl was beibringen und dann ist aber wieder so, will ihn eigentlich nur abwimmeln, ja. Wie er dann so zum Schluss dann auch sagt, naja, dass ich mich jetzt freien soll, weil du was schreibst, ist ein bisschen viel verlangt, aber ja, schreib's halt, aber tust, dann habe ich meine Ruhe und so weiter und er lässt dann so außer, ja, beschäftigt die, dann kann ich jetzt meiner Arbeit nachgehen, ja. Und nur interessanter ist das beim Alfred Pankratz, weil der ist super nett zum Pumuckl, ja, redet voll lieb mit ihm, also so wirklich so, ja, und ist halt echt, wie soll ich sagen, also wahnsinnig begeistert auch, ja, das spürt man so an seiner Stimme. Und dann muss aber auch sozusagen den Pumuckl so abwimmeln. Und das passt, finde ich, überhaupt nicht, weil er sagt dann genau dasselbe, so, ja, tu's, dann habe ich meine Ruhe. Und das passt da überhaupt nicht zusammen. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ja. Das finde ich auch. Also der Gustl, der kann wahnsinnig gut so genervt sprechen. Ja, dann mach's, dann habe ich meine Ruhe. Also das merkt man so richtig, wie er noch dabei ausschnauft, weil es ihm einfach langt. Und bei dem Pankratz kommt das nicht so rüber. Da kommt das nicht so rüber, ja. Nee. Nein, das ist wirklich, da muss ich auch sagen, da ist einfach wahrscheinlich wirklich der Gustl Beierhammer der bessere Schauspieler, der sich auf die Szenen besser einstellt. Da ist der Alfred Pankratz, der kann halt sehr gut so nervös sein oder lustig, freundlich sein, aber er kann das nicht so gut er kann nicht so gut grantig sein wie der Gustl Beierhammer oder genervt, wie du sagst, ja. Ihr seid ja, glaube ich, deswegen auch so Pankratz-Fans, weil ihr sagt, der hat so eine schöne Beziehung mit dem Pumuckl, ganz viel freundschaftlichere, glaube ich, sagt ihr ja, ne? Oder? Naja, auf was ich extrem stehe, sind diese Dialoge zwischen Pankratz und Clarin, weil die so natürlich sind, wie wenn sie wirklich miteinander reden würden. Und nicht, beim Beierhammer ist oft so, sie lassen sich gegenseitig aussprechen und dann kommt halt der Nächste mit seinem Part wieder. Und bei den ersten Fassungen halt, da ist das viel mehr verwurschtelt und viel mehr wie im echten Leben. Und das taugt mir so, weil es so authentisch ist. Das halt ich verstehe, was du meinst, ja. Also ja, bei mir ist es ganz ehrlich so, ich bin halt tatsächlich, meine ersten Pumuckl-Hörspiele, die waren mit Alfred Pankratz und ich hab dann nachher schon die Hörspiele mit dem Beierhammer gehört, haben mir auch gefallen, da hat sie dann auch mehr gegeben und so. Aber für mich ist es so, tatsächlich ist mein erster und sozusagen der echte Meister Eder ist für mich der Alfred Pankratz. Ja. Also das halt einfach, weil ich ihn vorher kennengelernt habe. Ja, das ist wahrscheinlich so. Aber es sind beide natürlich großartig und es macht auch der Gustl Beierhammer, der hat schon auch Spitzendialoge mit dem Pumuckl und auch, das würde ich jetzt gar nicht so sehen, Olli, dass es mit dem Pankratz irgendwie natürlicher ist. Es ist halt anders, ja, aber ja. Es ist auch eine andere Art und Weise, ne? Wie du sagst, das ist auch anders aufgenommen. Also ich meine, das hat sich wahrscheinlich der Gustl Beierhammer und der Hans Clarin nicht ausgesucht, dass sie sich nicht überschneiden dürfen vom Sprechen. Das war eine ganz klare Vorgabe der Regie wahrscheinlich. Ne? Also es war eine andere Art, das aufzunehmen bestimmt auch. Genau, ein bisschen weniger Freiheiten einfach lassen. Ja. Naja, und Olli, das fällt mir jetzt irgendwie erst auf, weil du gesagt hast, irgendwie wirkt es für die natürlicher.
Ich glaube, dass der Hans Klarin viel freier war bei den Radiohörspielen oder bei der LP-Version und weniger, sage ich mal, geskriptet war. Weil jetzt zum Beispiel genau in der Szene, das, was du eingespielt hast, so mit Ich will Bier, da sind drei I drin. Und der Pumuckl sagt in der LP-Version nämlich, da redet er ziemlich schnell, der Hans Klarin, ja, ich will überhaupt kein Bier mit drei I drin. Ich will ein Bier mit I, ich meine ohne I, ich will ein Bier mit Bier. Und er plaudert einfach irgendwie so dahin. Und bei dem, was du eingespielt hast, da ist es irgendwie langsamer und überlegter. Nein, ich will ein Bier mit was zu trinken drin, ja. Also macht wahrscheinlich mehr Sinn in einem Kinderhörspiel, aber irgendwie, ja. Natürlicher kommt es rüber bei der LP-Version. Ja, ich will ein Bier mit Bier drin. Die Frage wäre ja heute überhaupt schon, ob man überhaupt Bier mit Bier drin in einem Kinderhörspiel überhaupt sagen darf. Richtig, ja. Ja, ja. Klar, ja. Das ist natürlich die große Frage. Aber er sagt ja nicht nur, ich will Bier, sondern er sagt ja, ich bin brav, oder er schreibt es ja mal auf. Und da ist das Zweite, was ich natürlich als Lehrer absolut bemängeln muss, weil er sagt, da sind zwei I drin, ein B und ein A. Aber natürlich ist bei Ich bin brav, sind natürlich zwei B drinnen. Und das ist natürlich ein Fauxpas. Ja, da hast du genau aufgepasst. Ja, ja. Ja, das ist, da läuten die Glocken, und zwar die Alarmglocken. Naja. Ja, aber dann lasst uns ein bisschen weitergehen. Also wie gesagt, der Eder sagte dann, also der Pumuckl kommt auf die Kuverts drauf, ja, und wie war das nochmal? Genau, der Eder sagt ja dann, am Anfang sagt er, du, das sind meine Kuverts oder so, aber gut, mach's, ja, dann habe ich wenigstens mal Ruhe. Und da ist ja der Pumuckl dann enttäuscht, dass der Eder jetzt da auf seinen, der geht ja gar nicht ein auf den Pumuckl, seinen Spieltrieb, ja, und er erkennt es ja, ja, der will nur seine Ruhe haben, also mache ich jetzt, ja, suche ich mir jemand anderen, ja, der meine Briefe liest, und da sagt der Pumuckl was sehr, sehr Superes, das hat mir total gut gefallen, ja, also er sagt, alle Menschen haben Briefkästen, alle Menschen können lesen und allen kann ich jetzt schreiben. Und das finde ich fantastisch, weil das ist echt so. Da kann ich mich tatsächlich auch noch zurückerinnern als Kind. Mir hat das auch so taugt, jedes Mal, wenn wir in der Volksschule ein neues Wort oder einen neuen Buchstaben gelernt haben, weil ich habe mir das auch gedacht, boah, cool, jetzt kann ich was Neues schreiben und das versteht jeder. Also das war echt, das finde ich super, dass der Pumuckl das da auch so umbringt. So. Er hat, also die Welt steht ihm offen. Helga, wie hast du das erlebt? Ich finde, dass er so schön eifrig ist, der Pumuckl. Ja. Der ist so motiviert, so lernwillig, wissbegierig. Ne? Also der Meister Eder ist genervt. Ich finde, er lässt sich dann ein bisschen mitreißen, dass er ihm das auch einigermaßen geduldig zeigt. Gut, im Hinterkopf, er will eigentlich auch seine Ruhe haben. Aber ich finde das so schön, wie man die Wissbegierigkeit merkt und wie eifrig er ist und wie er merkt, wie du schon sagst, die Welt öffnet sich ihm und was er damit jetzt alles machen kann, natürlich auch jede Menge Blödsinn, ne? Wahrscheinlich. Ja, es ist einfach, wir halten fest, diese erste Szene, diese sehr lange erste und sehr verstrickte erste Szene mit viel verschiedensten Dingen, auf die man da genau Acht geben muss, wenn man sich eben so im Detail anschaut wie wir, die ist einfach super. Also das ganze Buchstaben und Lernen und Lesen lernen vom Pumuckl und die ganzen Halbgabenversuche da vom Eder und diese Sätze überhaupt, die man da als Sätze, die sich der Pumuckl da aussucht und der Eder, das ist einfach alles hervorragend. Da ist so viel Liebe zum Detail in der Szene drinnen. Und eben sehr, sehr viel Begeisterung vom Pumuckl. Also da den Satz, den ich zitiert habe, das ist ja zum Schluss, aber er sagt ja vorher schon, wie der Eder sagt, ja da schau, vom Bundestag des Bar, das kannst du lesen. Und der Pumuckl so, Bar? Ja, Bar kann ich lesen. Ah, ich kann Bar lesen. Also sehr, sehr super, ja. Und ja, also ein hervorragender
Einstieg und Aufbau, ja? Weil jetzt geht es ja zur Hausmeisterin, oder? Der erste Brief findet den Weg zur Hausmeisterin. Olli, sag mal, was steht denn da drin? Ja, ich hab selbst einen schönen Übergang für euch. Achtung. In die nächste Szene, der Übergang. Ah, ich liebe die Musi. Ja. Und wir schunkeln, oder? Alle drei. Und wahrscheinlich hier auch alle an den Empfangsgeräten. Ah, das ist schon sehr einmalig. Ich wollte gerade fragen, also der Übergang war nur die Musik. Ich habe jetzt einfach nur mal die Musik mehr rausgesucht. Da geht er gerade zur Stürzlinger dann. Ja, da geht er gerade zur Stürzlinger und schiebt den Brief ein. Ja, was steht da auch oben? Da steht oben die zwei Wörter 4 und kalt. Ja, richtig. Und die Hausmeisterin, und das finde ich auch ganz wunderbar, macht dasselbe Zungenschnalzen wie der Meister Eder. Und das begeistert den Pumuckl natürlich, ja. Macht ihr das eigentlich auch? Also wenn ihr einen Brief aufmacht, macht ihr da auch manchmal? beim Brief mache ich das nicht. Ich mache das manchmal, wenn mir der Olli was schreibt. So. Aha. Ich glaube, da lachst du eher immer sehr, weil ich so lustige Dinge schreibe. Na, aber also ich mache das eigentlich nicht. Oder zumindest ich reagiere akustisch gar nicht auf irgendwelche Informationen, die zu mir gelangen. Aber für einen Pumuckl ist natürlich super, weil er hat eine Reaktion, oder? Die Hausmeisterin wundert sich und macht. Klar, und das taugt ihm voll. Ja. Taugt ihm voll, schießt er gleich einen zweiten Brief noch. In dem steht, Helga, du warst es natürlich. Heute bunt. Genau. Und im TV-Dieter, das warst du wiederum nicht, gibt es eine wunderschöne Szene, weil gibt es einen schönen Verdurer, sage ich jetzt einmal so, salopp, weil er verwechselt. Oder sie verwechselt es vor lauter. Nein, sie, die Stürzlinge verwechselt es vor lauter Aufgebrachtheit und sagt, oh, heute 4, bunt kalt. Da habe ich sehr lachen. Echt oder nicht? Echt? Ja. Ach ja, das ist mir gar nicht aufgefallen, das muss ich ja nochmal anschauen. Jedenfalls, ich finde großartig besetzt mit der Ilse Neubauer im Fernsehen. Also die ist für mich die perfekte Hausmeisterin. Also das ist klar. Die perfekte Frau, der ich auch so einen Brief einschmeißen würde. Also eine bessere kann man sich dafür nicht aussuchen, das hat der Pumuckl wirklich super ausgewählt. Das stimmt, ja. Auf jeden Fall, ja. Na, perfekt besetzt, weil man der Ilse Neubauer, der glaubt mir das auch so, dass sie das so ist, so eine Hausmeisterin, die einfach neugierig ist, was im ganzen Haus passiert und so und die ist natürlich auch prädestiniert, dass sie solche Briefe kriegt, ja. Auf jeden Fall. So ein bisschen leicht überdreht und so ein bisschen, das ist so ein bisschen fahrig und durcheinander und so, also das ist schon wirklich sehr gut. Genau. Ja, naja, das hebt natürlich schon die TV-Version dann auch heraus, weil es schon einfach auch wunderschön geschauspielert ist und im Hörspiel ist es ja die Frau Steiner, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Naja, da ist es die Gusti Kreisel und die Hausmeisterin heißt Frau Steiner, ja. Aber die Gusti Kreisel macht es auch gut. Also die ist natürlich auch super in die Hörspiele. Haben wir auch schon öfters kennengelernt. Mir hat die da nicht so gefallen, das muss ich ehrlich sagen. Okay. Mir gefällt die da nicht. Aber es liegt auch an was anderem. Aber da kommen wir nachher dazu, glaube ich, wenn wir in den Szenen weitergehen. Dann kann ich euch sagen, woran das liegt. Ja, gehen wir weiter in die Szene. Sie geht zur Kreislerin, ne, im Hörspiel, die von der Kathi, Kleuwert, von der Kathi Kleuwert gesprochen wird. und im TV geht sie zum Markt. Also das ist Schöne von der Location auch mal ein bisschen Abwechslung. So ein Markt, Stadtmarkt.
Fällt mir auch sehr, sehr gut. Sie geht halt zu jemandem, den sie kennt, wo sie wahrscheinlich jeden Tag hin einkaufen geht, ja, wo es ein gewisses Naheverhältnis gibt und das heute bunt macht ja natürlich, das hat sie dann so richtig irritiert. Ja, sie kriegt es mit Angst zu tun, die dann. Ja, richtig. Ja, Helga, wie hilft dir denn die im Lebensmittelgeschäft unserer verzweifelten Hausmeisterin? Wie? Ja, also ich meine, also da gibt es jetzt von der Fernsehfolge her und von der MC-Folge her, ich finde, die hat ja eigentlich nicht so richtig Bock, sich damit zu beschäftigen. Ne? Ja. Also die denkt sich so, um Gottes Willen, jetzt kommt schon wieder dieses aufgeregte Hund an. Ich kann mir vorstellen, dass die öfter bei der mal vorbeikommt. Ja. Und versucht die so ein bisschen abzuwimmeln. Also, ne, und ja, sie muss schon zugeben, vielleicht ist es ein bisschen komisch, aber es sind ja es kann ja nur Kind geschrieben haben. Sagt dann die, wie heißt du denn jetzt, Stürzlinger, Steiner? Das finde ich übrigens echt ätzend, dass es ständig die Namen anders sind. Oder dann spricht die Frau Rettinger ist dann plötzlich wieder die Frau Singermeier und also, ne, das geht alles so ein bisschen durcheinander. Aber wir sind jetzt bei der Frau. Wir sind bei der Hausmeisterin. Wir sagen einfach, sie ist die Hausmeisterin. Genau. Das ist das Allereinfachste. Also die hat einfach keine Lust, sich mit der zu beschäftigen. Die will die loswerden. Das finde ich nämlich auch. Also weil eigentlich, sage ich mal, also die Briefe sind schon so, dass man sie als besorgte Bekannte da schon auch Sorgen machen könnte, aber sie sagt, ah, das ist sicher, das hat nichts zu bedeuten und so weiter und gäng ans Heim, ja. Ich finde irgendwie, dass die Kathi de Bruyne das nicht ganz so genervt rüberbringt. Das finde ich ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich mag die Kathi de Bruyne wirklich total gern, aber da ist sie nicht richtig besetzt in der Rolle. Da müssten wir irgendwie jemand anders bringen, finde ich. Sie macht auch immer dasselbe. Also sie kann halt nur diese, sage ich mal, nette Person, die hilfsbereit ist und so weiter, also in der Stimme her immer deswegen nur lieben wir es ja so. Ja, deswegen natürlich, lieben Olli. Wir sie ja so. Aber beim Schlagrahmen, da war ja jetzt letztens die Kritik, da hat sie ja den Fritzl doch so geschimpft. Ja, weil es da immer sofort zurück fährt. Diese Kritik. Da hat er doch die ganze Sahne rumgespritzt und da wird sie schockt. Sie kann auch ein bisschen energischer, aber aber sie kann super freundlich oder sie kann halt krantig, aber nicht so genervt dazwischen, das kann sie, oder vielleicht kann sie es ja, aber sie macht es nie oder selten. Muss ich gerade überlegen. Sie ist halt so nett, genau. Sie ist sehr nett. Wie er schon sagt, ja. Naja, aber ich finde die Frau Zangerl heißt zumindest im TV, wie es dann jetzt wirklich richtig ernst wird, ja, weil ja noch Wörter dazukommen, jetzt haben wir jeweils einen Brief vorgelesen, Dieter, jetzt kannst du den dritten Brief vorlesen, wenn du im Sinn hast. Naja, na klar. Also die Hausmeisterin wird ja sozusagen wieder beruhigt, geht dann nach Hause und denkt sie nicht viel, ja, und dann kriegt sie den dritten Brief mit Bier 4 tot, beziehungsweise in manchen Versionen auch Bier tot 4. Das ist mir auch aufgefallen. Wie ist denn das in der Fernsehserie, Olli? Keine Ahnung. Bier 4 tot, glaube ich. Nee, ja. Ich glaube, der Meister Eder kriegt auch noch einen Brief zum Schluss. Und da steht es noch einmal andersrum. Da steht es noch einmal anders, ja. Okay. Irgendwie so. Genau. Ja. Naja, und da ist sie dann natürlich völlig verzweifelt, ja. Also da kriegt sie dann richtig Panik, rennt wieder ins Lebensmittelgeschäft und dann merken wir, zumindest im Hörspiel, dass dann auch die Kathi de Bruyne besorgt wird. Und das finde ich dann wieder super, weil, Olli, was würdest du sagen, wenn du einen Drohbrief erhältst oder wenn ein Bekannter einen Drohbrief erhält? Ja. Wo sollte man hingehen? Ja, pass auf. Also, ich würde mich mit dem Stecken hinter die Tür stellen und den Burschen auflauern. Das würde ich zuerst einmal machen. Den so durchhauen, dass der in seinem Leben kein so Zettel mehr schreibt. Auflauern, ha? Durchhauen. Aber mein Mann ist ja gar nicht da. Allein könnte es ja sein, dass ich dem Kerl gar nicht her werde, Frau Zangerl. Und was dann? Jetzt sage ich dir, was ich da.
haben sie niemanden, der ihnen hilft. Ich sag ihnen doch, dass mein Mann nicht da ist. Gehen Sie doch mal zum Herrn Eder. Der nicht wahr? Ja. Nee, weil genau. der hat nämlich Holzlotten. Genau. Und jetzt kann man sich verteidigen. Sag ich dir, was die Katja de Bruyne im Hörspiel sagt. Die sagt, na gehen Sie doch zum Herrn Eder hinter. Der fürcht sich vor keinem Buben. Und Kraft hat er auch. Da ist wieder die ganz große Bewunderung da. Ja. Also das ist uns ja auch schon öfters aufgefallen. Gell? Naja, aber sie sagt nicht, naja, gehen Sie halt einmal zur Polizei, sondern na. Weil der einfach auch, Oli, haben wir auch schon beobachtet, gell, in die 80er, 70er, 80er Jahre Hörspiele, das Rollenbild. Naja, die arme, hilflose Frau, die geht halt dann zu einem kräftigen Mann. Das haben wobei, Dieter und auch Helga, ich weiß nicht, ob du das jetzt auch gerade sagen wolltest, es gibt ja da in der Radiofassung tatsächlich Aufklärung, warum sie nicht die Polizei holt. Weil da eben diese paar Minuten dafür auch verwendet werden, und zwar, wenn die Rabauken oder beziehungsweise dieser Kriminelle oder diese Kriminellen bemerken, dass da die Polizei vorfährt, ja, dann kommen uns halt nicht um 4, sondern es kommen uns halt erst um 6 oder so. Also, das wird schon thematisiert, dass das sozusagen ist das so? Ja, gar keinen Sinn hat, die Polizei zu rufen und sie. Die Streife auf 4 zu bestellen, weil es merkt noch an derjenige, der sich das ausgeheckt hat. Aber habt ihr schon mal drüber nachgedacht, dass die Frau Zangele ganz ausgebuffte sein könnte? Die weiß ja, dass der Eder sich alles aufschwatzen lässt. Und wenn wenn sie das schafft, die Hausmeisterin dahin zu quatschen, dann kommt die da nimmer zurück, dann bleibt die den ganzen Nachmittag beim Eder sitzen und sie ist los. Stimmt da wiederum, ja. Das ist ausgefuchst. Das kann auch sein. Das stimmt. Naja, super, das ist ein guter Gedanke, gefällt mir sehr gut. Ja, voll. Was mir sehr gut gefällt, ist, wie die Hausmeisterin dann mit dem, na, Blödsinn. Zuerst rennt ja der Pumuckl. Der ist ja auch wieder in der Werkstatt, schreibt seinen nächsten Brief, ja, und will dann wieder raus zum Briefkasten der Hausmeisterin rennen, und da stellt ihn ja der Eder, oder beziehungsweise kriegt er mit, dass er tappt ihn, genau, und da gefällt mir wiederum der Pankratz sehr gut, weil er fragt ja, Pumuckl, was tust du denn so, und so, ach ja, ich habe einen Brief geschrieben, und der Pankratz sagt so, ach so, kriege ich jetzt meinen Brief? Und er piepst es so. Und das ist wieder, und da ist es wieder so, was nicht ganz passt, weil er ist echt, er ist doch selber so freundlich und so und so emotional. Und der Gustl macht es wieder anders, ja. Aber es ist einfach herrlich. Ja, voll. Und er sagt wahrscheinlich nicht Pumuckl, sondern Pumuckl. Pumuckl. Genau. Pumuckl. Wer sagt das? Der Pankratz. Der Pankratz, ja. Pumuckl mit Zwacke. Genau, so ist es. Und TV stürzt die Stürzlinge auch zum Eder, und er hat dann auch den Brief in den Händen, wie du schon richtig gesagt hast, Helga, und kann die Frau Stürzlinger dann letztendlich beruhigen und haut sie extrem ab mit seinem Raucherhusten. Aber lass mich vorher noch einhaken, Ole, weil das, was ich noch super finde, ist, der Pumuckl gibt halt dann den Brief dem Eder, ja, passt, jetzt habe ich drei der Hausmeisterin geschrieben, darfst du auch mal lesen, und der Pumuckl fragt vorher nur so, naja, möchtest du ihn lesen? Und der Eder sagt, ja, und du läufst nicht davon. Ja, warum soll ich denn davonlaufen? Das weiß ich nicht. Es ist auch, das ist wieder so klasse, weil der Pumuckl hat das halt beobachtet, ja, zweimal. Er hat zweimal einen Brief geschrieben, und dann ist der, der es gelesen hat, davon gelaufen ins Lebensmittelgeschäft. Und jetzt fragt er einfach, jetzt erwartet er sozusagen, dass das beim dritten Mal auch passieren könnte. Ja. Wieder ganz fantastisch. Das finde ich spitze, dass er sich solche, also großes Kompliment an den Drehbuchschreiber, dass er solche Kleinigkeiten einbaut. Absolut, und man merkt ja im Pumuckl seine Empathie, weil wie ihm der Eder dann das Wort Tod vorliest, wird er ja wirklich richtig betroffen. Oh, das wollte ich ja gar nicht, so ein schlimmes Wort, schaut so schön aus, aber hat so eine traurige Bedeutung, und das finde ich auch
extrem sympathisch, ja. Ja, und das Ende ist sehr versöhnlich, muss ich sagen. Also das hat mich froh gestimmt. Mag ich es immer, wenn es ein Happy End gibt. Und obwohl der Bunkel ja doch auch wieder ein bisschen Aufsehen erregt hat und jemanden so aus der Fassung gebracht hat, spielt das für den Eder jetzt unterm Strich gar nicht so viel Rolle. Und er kann eigentlich drüber lachen. Und das ist immer sehr angenehm, finde ich. Aber er lacht ein bisschen an der falschen Stelle, weil wenn man jetzt einmal die Dynamik von dieser Szene betrachtet, ja, die Hausmeisterin, die kommt ja echt verzweifelt einer. Also das macht die Gusti Kreisel sehr gut, also das kann sie schon so einfach so, ja, der kauft mir das ab. Und sie fleht ja den Eder an, ja, bitte Herr Eder, helfen Sie mir, Sie müssen mir helfen, ein Irrer geht um und was auch immer. Und der Eder sieht den Brief. Und er fängt zuerst einmal zum Lachen an, ja. Und das versteht die Hausmeisterin natürlich nicht, weil die sagt, ja, sie haben ja auch so einen Brief. Und sie ist eigentlich dann noch viel besorgter, weil da gibt es wohl einen, der will mehrere Leute umbringen. Und der Eder fängt zum Lachen an. Und ja, und löst es dann halt hinterher auf. Und die Hausmeisterin ist ganz erleichtert, ja, also doch ein Kind, ja, Gott sei Dank. Und der Eder sagt dann, naja, sie müssen ja sowas denken, weil die Wörter sind ja in dem Zusammenhang wirklich saudumm. Oli, an wen erinnert dich das, wenn jemand sagt, saudumm? Ja, natürlich an unseren Wirten, aber nicht genau. Als Wirt, sondern als Kollege vom Monaco Franzi. Von Monaco Franzi, der Kopfeckmann, ja. Der Mann. Bei Monaco Franzi, der ewige Stenz, ja. Wie er so da sitzt in seinem Büro. Saudum. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Also der ganze Dialog oder beziehungsweise die ganze Szene sehr, sehr, sehr schön gespielt. Du bist halt schon ein Hund, ne? Ein Hund bist frei schon. Ein Hund bist frei schon, ja. Genau so ist es. Ja, liebe Leute, ich würde zum Fazit kommen wollen. Ja, ich würde aber trotzdem ganz gern noch, Oli, tut mir leid, aber das ist echt ein sehr, sehr schöner Schluss. Einfach zum Schluss noch der letzte Dialog zwischen Eder und dem Pumuckl. Da hätte ich schon noch was am Zettel. Oder Helga, hast du da auch noch Gedanken dazu? Nee, eigentlich nicht. Ich fand es eigentlich sehr schön, wie der Eder gelacht hat. Das fand ich so herzlich, auch wenn es an der falschen Stelle war. Aber es war irgendwie, ja, ist eine schöne Szene. Aber erzähl mal lieber, was du. Also was ich super finde, ist, dass der Eder dann so sagt, ja, weißt, Pumuckl, das mit dem Schreiben, das ist eine heikle Sache. Da gibt es leicht Missverständnisse und so weiter. Und der Pumuckl sagt dann, weißt du was, dann lerne ich lieber zuhören. Und ich finde das, find das echt an sehr, sehr schönen Ausklang von der Folge. Einfach, ja, dass man, also einerseits, ja, heute im Zeitalter von der schnellen Information und Fake News und was auch immer, ja, es ist einfach wirklich so eine Sache und mir gefällt echt der Satz, ich lerne lieber zuhören. Das würde uns heutzutage auch nicht schaden. Einfach wieder ein bisschen mehr aufs Zuhören besinnen. So wie unsere schön, Hörerinnen und Hörer das auch. Ja, absolut. Ja. Genau. Na, aber super. Perfekte Moral auch zum Schluss. Also rundet die Folge ab. Mhm. Ja, dann kannst du gleich, wenn du magst, mit dem Fazit beginnen, lieber Dieter? Ja, das mache ich sehr gern. Und diesmal nämlich wirklich kurz. Ich fange gleich mal mit der Bewertung an. Es ist von mir wieder eine 10 von möglichen 10 Punkten. Also für mich ist die Hörspielserie, zumindest in der Reihenfolge, am Höhepunkt der Top-Folgen am laufenden Band. Und es ist bei mir deshalb eine 10, weil ich es als Kind wirklich sehr oft gehört habe. Ich habe die sehr lustig gefunden und ja, wie gesagt, habe mir voll mit dem Pumuckl seine Begeisterung identifizieren können. Und ich finde, dass die Folge einfach auch heute noch wirklich, wirklich gut passt. Ja. Es ist alles durchdacht und man hat
immer Spaß beim Zuhören und ich finde den Kniff einfach sehr gut da, dass der Pumuckl voller Begeisterung schreibt und jemand anders das als Drohungen versteht, das passt halt einfach auch super, ja, das ist genauso, man will das gar nicht, aber man verursacht halt was beim Empfänger, was man selber gar nicht, was man sich nicht ausmalen kann und was man niemals geplant hat. Mhm. Genau. Also in einem Satz, heute bunte Folge, sehr, sehr lustig und auch nach vier und auch mit einem Bier kann man sie dieser Geschichte immer wieder mal gerne aus dem Kuvert ziehen. Leck. Wahnsinn, war es konstruiert. Ja, ey. Ich habe es nicht geschafft, nur Tod einzubringen irgendwie in den Satz. Aber ist ein zu schlimmes Wort. Ja, es ist sehr schlimm. Ja. Helga, sehr gut. Wie hast du diese Folge empfunden? Was würdest du der Folge für eine Note geben? Oder beziehungsweise wie würdest du sie auf der Skala von 1 bis 10 ranken? Also, ich beziehe mich jetzt mal auf die MC-Folge mit dem Gustl Beyerhammer. Und zwar muss ich dazu kurz vorher noch was sagen. Also ich habe meine Familie fast dazu gezwungen, mal die Folge mit mir im Auto anzuhören. Wir hören öfter mal Hörspiele im Auto zusammen, hauptsächlich eigentlich 3 Fragezeichen. Und ich habe mitgekriegt, dass meine Familie am Anfang echt gut zugehört hat, bis der Cut kam mit der Hausmeisterin. Also die Geschichte mit der Hausmeisterin und der Kramerin. Mhm. Da ist in der MC-Folge einfach das nicht, also von der Minutenanzahl, das wird nicht gut genug vorbereitet, aufbereitet, die ganze Geschichte. Das hört man in der Pongratz-Folge viel besser, finde ich. Und da bricht die Aufmerksamkeit weg. Also ich finde die Idee von der Folge total super, aber die Umsetzung in der MC-Folge ab da nicht optimal. Da wird die erste Hälfte von mir tatsächlich eben schon die 10 Punkte kriegen, aber durch diesen verkürzten Dialog zwischen der Hausmeisterin und der Kramerin muss ich auf 8 Punkte kommen. Leider. Mhm. Das finde ich nicht dramatisch genug. Da hätte man noch ein bisschen mehr Singermeier-Effekte oder irgendwas gebraucht. Irgend so ein bisschen was Durchgedrehtes. Ne? Also das bricht mir zu sehr weg. Ja, interessant, Ole. Schau, auf das Konzept sind wir auch noch nicht gekommen, oder? Dass man das sozusagen an einen Testpublikum. Ja, müsst ihr mal ausprobieren. Ja, da musst du natürlich sofort deine Familie zur Verantwortung ziehen. Also das ist natürlich ein Fauxpas. Ja. Also da musst du sie sofort, also mein Papa, ja, ich hoffe, du bist hinterm Lenkrad gesessen, weil mein Papa wäre da sofort zur nächsten Raststation gefahren und hat gesagt, also steigt's einmal aus, ja? Ich fahre ohne euch weiter. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ihr könnt ja nicht einfach wegbrechen, wenn ihr euch da Opa eine tue. Wäre es in dem Fall gewesen. Aber könnt ihr nicht reinquatschen in die Folge. Ja. Nein, das ist. Also, muss ich dich schon auch selbst in die Verantwortung ziehen, liebe Helga. Ja? Also hättest du deine Familie sofort am Parkplatz aussteigen lassen müssen. Ja. Ja, na gut, ich bin genau zwischen euch, also ich gebe der Folge einen 9 von 10. Siehst du das? Und mir taugt, ich habe es eh schon durchklingen lassen, mir taugt es sehr, dass bei der Radiofassung das sehr rund ist, dass da ein paar zusätzliche Erklärungen nur dabei sind. Mir taugt die TV-Folge auch sehr mit dieser überzeichneten Frau Stürzlinger. Und finde in dem Fall auch die neue Hörspielfolge, wie allerdings auch relativ oft die, was nicht ganz herankommt für mich, aber ich finde alle, also ich finde den Plot und vor allem den ersten Teil einfach großartig. Aber der erste Teil, der ist grenzgenial, wie du gesagt hast, die gesamte Idee und der Plot. Mhm. Das ist super. Und 9 von 10, glaube ich, ist aus meiner Warte eine gute, faire Bewertung. Ja, achtest du angemessen. Mhm. Genau. Mhm.
Sehr schön. Nee, aber dann sind wir uns ja einig, dass das eine schon sehr, sehr gute Folge ist. Mhm. Das sehr freut einig. Mich. Genau. Ja, ist eingeloggt. Kommt schon rein in mein Bewertungs-Excel. Was ist denn da so bisher so der Durchschnitt eigentlich? Da ist der Durchschnitt, pass auf, das kann ich da sagen. Also der Durchschnitt bislang vom Olli und von mir über alle Folgen ist eine 7,25. Boah. Mhm. Also sehr, sehr hoch. Mhm. Und Olli nämlich tatsächlich besser als wie wir, also im Schnitt besser als wie wir die Masters-Hörspiele bewertet haben. Darf ich mal fragen, was die am schlechtesten bewerteste Folge war? Das war, Olli, das war bei dir Pumuckl und der Nikolaus mit einer 4. War die schlecht. Und bei mir hat es zwei Folgen gegeben, die mir dann 3er bewertet habe. Folge 7, das Weihnachtsgeschenk. Und Folge 7. Folge 7. Ah, ja. Und Folge 11b, der verhängnisvolle Schlagraum. Ah ja, spannend. Ja, sehr spannend. Ja. Ja, aber Helga, ja. Hast du eine Folge, die du gar nicht magst, der du eine 0, 1, 2 oder 3 geben würdest? Ja, also der blaue Klabauter halt, also die höre ich einfach irgendwie nicht gern. Und der große Krach und das, ja, weiß ich nicht, das ist nicht so schön. Auch der Pumuckl und der Puwackel, das ist auch vielleicht jetzt nicht so unbedingt, sind das so meine Folgen. Also, ja. Kann ich auch nachvollziehen, ja. Aber zum blauen Klabauter, da kämen wir noch. Jetzt sind wir gespannt, der Olli. Oje. So. Na, bis dahin ist ja noch viel Zeit, ne? Da ist noch viel Zeit. Genau. Ja, viel Zeit. Zeit, um jetzt einmal den Deckel auf die Folge drauf zu machen, aber dann natürlich auch Zeit, um Olli, um uns vielleicht das ein oder andere Mal auch wieder die Helga als Gast reinzuholen, oder? Das war für mich halt sehr, sehr interessante Perspektiven, die du reingebracht hast. Selbstverständlich. Würde uns natürlich freuen. Ja, wunderbar. Ich bin gern dabei. Ja, auf jeden Fall. Und für einiger Tag haben wir uns schon gemerkt. Da habe ich mir schon eine Notiz gemacht. Wunderbar. Bin ich gern dabei. Sehr gut. Sehr gut. Ja, Olli, hast du noch was Hausmeisterliches anzukündigen oder zu sagen? Oder soll ich zur Frage übergehen? Na, ihr kennt ja diesen Aufruf. Genau. Und von daher dann lassen spare wir ich mir aus. Den dieses Mal nach genau. So langer Aufnahmezeit schon. Ja, aber was wir nicht auslassen, ist die Frage, weil, lieber Olli, liebe Helga, ich habe mir auch diesmal eine Frage ausgedacht, ja, die finde ich ganz gut passt zu der heutigen Folge. Und ihr dürft, ich stelle sie an euch beide, ja, ihr dürft euch beraten, welche Antwort, dass ihr gemeinsam geben wollt. Und zwar die Frage heute. Von wem ist folgendes Zitat? Gedanken sind nicht stets parat, man schreibt auch, wenn man keine hat. Ist es A von Pumuckl? Also ich muss dazu sagen, es ist kein Zitat dieser Folge. Jetzt aber, bin ich irgendwie ein bisschen erleichtert. Ja, nein, es kommt nicht in dieser Folge vor. Es ist einfach ein Spruch, ja, ein Zitat. Ja. Gedanken sind nicht stets parat, man schreibt auch, wenn man keine hat. Sagt es A, der Pumuckl? Sagt es B, der Willi Harlander? Sagt es C, der Gerhard Polt? Oder D, der Wilhelm Busch? Das ist eine schwierige Frage. Ich würde irgendwie auf Wilhelm Busch oder Gerhard Poll tippen. Aber Tippe... es gibt keinen 50-50. Ich tippe das mal auf Google ein. Ja, das ist natürlich zu folgendem Ergebnis. Ich glaube, dass der Wilhelm Busch das war, Dieter.
Ach nee. Ich müsste nicht vorher nur beraten. Naja, und, ich brauche einen Berater. Helga, ich würde sagen, nehmen wir einen Wilhelm Busch. ja, dann nehmen wir doch den, oder? Also ich finde es richtig, richtig, ja. Antwort D ist richtig. Wilhelm Busch finde ein ganz schönes Zitat. Und das stimmt. Genau. Ich hätte auch vom Pumuckl sein können. Oder vom Willy Harlander. Also ich hätte es jedem von denen gerne zugeschrieben. Großes Lob an die da an der Stelle. Du hast da echt immer sehr, sehr schöne Fragen, die du dir heraussuchst. Kann ich mir vorstellen, natürlich, dass du da stundenlang drüber nachdenkst. Ja, das kannst du dir vorstellen. Ja, hervorragend. Ja, super. Helga, dir hat es auch Spaß gemacht. Magst ja, auf jeden noch? Fall. Hast du noch jemand oder hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest zum Schluss des Podcasts? Nee, es hat mir viel Spaß gemacht. Es war nett mit euch. Ich freue mich auf den föhnigen Tag. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Ja, hoffentlich ohne Schädelweh. Ne? Föhnige Tage sind immer etwas für feinfühlige Menschen gefährlich, aber das natürlich vor allem, wenn man einen Haufen Schädeln als Hörer hat. aber das werden wir dann abklären. Schauen wir mal, wie so ein föhniger Tag sich auf einen Sturschädel auswirkt. Genau. Gut, also von, daher, gut. Von meiner Seite auch vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ich, Dieter, spiele jetzt das Outro ab. Du hast Zeit, dein Outro abzuspulen. So machen wir das. Ja, liebe Leute da draußen, Ostereier und 1. April, die hatten wir schon. Ja. Jetzt sind wir wieder in der gewohnten Reihenfolge. Und in 14 Tagen geht es weiter. Und dann mit Folge 14a, Pumuckl und das Segelboot. Bis dahin, bleibt uns bitte gewogen. Und zum Abschluss, wie gewohnt, die bayerische Wirtshausweisheit der Woche. Nicht mit den Knädel schießen, zum Essen sind's da.